Jo Leute, herzlich willkommen zum dritten Part Pokémon Uranium. Ja, es geht weiter. Wir wollen auf Route 2 jetzt gehen. Haben letztes Mal mitbekommen, dass wir irgendwie ein Fahrradrad oder so suchen sollen. Also, dass wir irgendwie ein Fahrrad bekommen. Wir kriegen nämlich von dem einen Typen ein Fahrrad, wenn wir ihm das Rad bringen. Aber erstmal gehen wir jetzt auf Route 2 weiter, weil in der Stadt hier haben wir kein Fahrradrad irgendwie gefunden oder so. Aber wir konnten uns erstmal heilen nach der ersten Route. Das war auch nötig. Und es hängt das Spiel. Warum leckt das so? Okay, jetzt hat es aufgehört zu lecken. Keine Ahnung, was das gerade war. Mal wieder ein Burby. Wir haben bis jetzt immer noch ein Pokémon. Das ist ein bisschen scheiße. Ihr seht es ja unten in der Leiste. Könnt ihr immer sehen, wie viele Pokémon wir hier mittlerweile haben. Und ja. Bis jetzt haben wir noch nicht so ein geiles wirklich gefunden, was mich jetzt so richtig anspricht. Deshalb bis jetzt nur den lieben Kai als Pokémon. mal gucken, was es auf der Route jetzt so gibt an Pokémon. Vielleicht hole ich mir jetzt direkt am Anfang eins. Level 9, das ist schon mal gut. Obwohl, er hat noch eins. Ich dachte, wir können jetzt schon gucken, welches Pokémon hier so auf der Route ist. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, muss ich schon sagen. Für ein Hack, echt nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Boah, Alter, mein Auge juckt. Warum auch immer. Heuschnupfen, Allergie, was auch immer, keine Ahnung. Ja, und den haben wir auch besiegt. Und jetzt werde ich mir erstmal gönnen, was man hier so... Was... Ich kann schon nicht mehr reden. Ich muss gucken, was es hier für Pokémon gibt. Irgendwas Neues vielleicht? Nein. Da werde ich jetzt auch flüchten wahrscheinlich. Da habe ich jetzt keinen Bock, das zu killen. Ich möchte gucken, was es hier noch so gibt. Ich muss sagen, es leckt gerade etwas. Und ich weiß nicht, warum. Also, wenn ich so rumlaufe. Nee, anscheinend kommt hier echt nichts Neues. So. Was geht jetzt hier ab? Hier geht es anscheinend schon in die Berg... Bergabenteuer, sage ich jetzt mal. Was ist das für eine Höhle hier? Old Entrance to Not Touch City. Alles klar. Und hier ist ein... Bergwanderer. Jetzt bin ich gespannt, was du für Pokémon hast. Das werden jetzt wahrscheinlich neue Pokémon sein. Mankey? Hä? Wie Mankey? Gibt es die alten Pokémon auch hier? Willst du mich doch verarschen, als ob die jetzt alle Pokémon eingebaut haben. Als ob. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt echt jedes Pokémon hier reingemacht haben. Niemals im Leben. Mankey ist auf jeden Fall besiegt. Was ist das denn? Okay, das sieht ein bisschen strange aus. Ich weiß auch nicht, wie ich das aussprechen soll. Baril? Brell? Das sieht auf jeden Fall ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Keine Ahnung. Fast Level 10 schon. Es wird Zeit für ein neues Pokémon. Ja, meinetwegen. Das sitzt hier auch nochmal rum. Erstmal Potion. Den werde ich mir jetzt auch erstmal snacken. Back. Potion. Wir haben ja ein paar gegönnt. Ich weiß nicht, ob ich hier schon in die Höhle gehen soll oder erstmal gucken soll, was hier oben ist. Was steht hier denn? Okay. Sagt mir jetzt nicht irgendwie was. Keine Ahnung. Also hier kann man anscheinend auch zu der Stadt. Aber man braucht halt Zertrümmerer. Und dafür muss ich erst in die erste Arena. Also heißt das, wir müssen durch die Höhle. Vielleicht gibt es da ja ein geiles... Allein die Musik sagt schon so viel über das Spiel aus. Die Musik ist einfach so heftig nice. Jetzt bin ich gespannt, was hier für Pokémon kommt. Ja, okay, dieses random Ding. War klar, dass das jetzt hier kommt, aber das will ich nicht. Ich will mehr neue Pokémon sehen. Boah, Alter, hier tauchen ja echt viele auf. Das war der Zubat-Sound, den haben sie nicht geändert. Das war der Zubat-Sound, der alte. Aber das sieht irgendwie gut aus, also. Ich weiß nicht, was das so wirklich sein soll. Aber es wird die gleichen Attacken wie Zubat haben und deswegen werde ich es mir nicht holen. Oh. Willst du mich verarschen? Okay, nächstes Mal flüchtig bei dem Vieh. Oh nein, es hat über... Ja,
Das werde ich mir auf keinen Fall holen. Zubat ist nicht so mein Pokémon. Jetzt muss ich erstmal hier Antitude einsetzen. Wegen Vergiftung und so. Hä? Warum bin ich immer noch vergiftet? Habe ich gerade einen Potion? Ich habe gerade einen Potion eingesetzt. Ich bin so behindert. Ich bin so behindert. Jetzt habe ich einen Trank gewastet, Alter. Hier können wir nur mit Surfer weiter. Also geht's eigentlich nur hier lang. Okay. Man kann den einen hier austricksen. Aber eigentlich will ich auch gegen den kämpfen. Dummiesel. Oh, nee. Bitte nicht dieses Vieh. Schnell weg, Alter. Also anscheinend gibt es auch alte Pokémon. Das ist schon mal interessant zu wissen. Das wusste ich auch noch nicht. Die Musik ist so nice. Und wieder dieses komische Barrel. Whatever. Ich will endlich ein neues Pokémon, Alter. Irgendwas, was mir auch gefällt. Weil ich will jetzt nicht hier nur ein Pokémon trainieren die ganze Zeit. Das wäre dann auch ein bisschen scheiße. Der Sound allein von dem Pokémon. Und er hat noch eins. Hätte so langweilig. Ich kann schon bald keinen Gloop mehr einsetzen, Alter. Ich glaube, Kratzer reicht aber nicht, um das zu killen. Ich teste es einfach mal aus. Lol, das macht ja überhaupt keinen Damage. Lol. Alles klar. Dann doch lieber Glut. Ja. Erstmal besiegt. Langsam muss ich schon wieder einen Trank einsetzen. Heftig, Alter. Aber bis jetzt noch kein Secret Item gefunden auf dem Stein drauf oder so. LOL. Grozard? Das sieht irgendwie interessant aus. Ist schon Level 5? Ich weiß jetzt nicht, wenn ich Glut einsetze, ob es denn instant tot ist. Ich riskiere es. Nein! Oh nein, es ist verbrannt. Jetzt stirbt es. Ja, komm, ich wollte es fangen, ey. So ein Scheiß. Das wäre jetzt mal ein Pokémon gewesen, wo ich mir so gedacht habe, oh, das ist interessant. Das hätte mich jetzt interessiert, in was sich das weiterentwickelt. Aber nein. Nein, ganz bestimmt nicht du. Ganz bestimmt nicht du. Da hatten sie keinen Bock, den Sound zu ändern bei dem Vieh. Wieder kein Secret Item. Oh, das ist ein Karate-Typ. Aber ich will nochmal dieses andere. Ja, nice. Das ist nochmal. Diesmal werde ich kein Glut einsetzen. Weil das sieht schon interessant aus. Das will ich gerne haben. Boah, selbst Kratzer macht über Hälfte Damage. Nice. Aber so müssen wir es eigentlich mit einem Pokéball locker fangen. Komm schon. Please. Unser erstes Gefangenes, sage ich jetzt mal. Zwei. Hä? Was war das denn? Hat er sich nur zweimal bewegt? Oder war ich zu blind gerade? Nice. Ein Crozard. Ist von Typ Boden. Sonst nix. Das nennen wir jetzt Aaron. Aaron ist ein komischer Wurm, Alter. Jetzt werde ich das so machen, dass ich mein Crozard, sage ich jetzt mal, dass ich Aaron nach vorne packe und es austausche gegen Kai, damit Aaron auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Weil da würde es mich echt interessieren, in was sich das entwickelt. Ich meine, das ist einfach nur so eine Ein-Evolution-Pokémon, dass ich das überhaupt nicht entwickeln kann. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Das ist so eine Mischung aus Glurak und Kleinstein und Dickda. Oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Irgendwie so eine Mischung aus allem. Der Kopf von Glurak, die Steine von Kleinstein. Und das aus dem Boden kommt von Dickda. Einfallsreich. Naja. Komm schon, Menki, verpiss dich. Critical Hit. Oh, sein Angriff steigt. Ich nehme schon wieder fast 10 Minuten auf, ey. Die Zeit vergeht so heftig schnell in dem Spiel, wenn man das spielt. Das ist voll krass, Alter. So, beide kriegen 45 Erfahrungspunkte. So will ich das sehen. Ja, jetzt switche ich zu... Jetzt switche ich wieder zu Aaron. Jetzt werden die Fights natürlich etwas länger dauern. Aber ich will halt auch, dass Aaron ein bisschen Level kriegt. Wow, was ist das?
Das sieht auch interessant aus. Aber das kann ich ja jetzt leider nicht fangen. Sieht aus wie so ein... Wie heißt das nochmal? Dieses Schaf. Voltilam. In Böse. Ich weiß auch nicht, welches von welchem Typ das jetzt ist. Ich werde dich verrecke. Focus Energy. Ich muss den Trank einsetzen. Oh nein. Nein, nicht tauschen. Ich habe schon fast keine Tränke mehr, Alter. Das wird schon wieder knapp. Heftig. Low Kick. Oh, oh. Okay, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Damage erwartet. Aber das ist auf jeden Fall nicht schwach, muss ich sagen. Ja, komm. Oh, das macht auf jeden Fall Damage und ich habe keinen Trank mehr, Leute. Ist so ein Potion gleich hier zu finden, wäre ganz sick. Oder wenn die Höhle vorbei ist, das wäre ganz geil. Kein Pokéball in der Sicht. In Sicht, meine ich. Oh, noch so ein Vieh. Ja, das will ich jetzt nicht nochmal haben. Können wir mit dem flüchten? Oh. Was? Aaron can't be switched out. Can't escape. Hä? Run. Hä? Was hat das denn mit dem Pokémon? Wieso kann man das nicht auswechseln? Aaron can't... Hä? Warum nicht? Warum kann ich das nicht... Warum kann ich das nicht auswechseln? Kann mir das irgendwer sagen? Hat das irgendwie so eine spezielle Fähigkeit oder was, dass man das nicht auswechseln kann? Oder hat das andere irgendwie eine Fähigkeit? Ja, jetzt wird es sterben. Jetzt kann es eigentlich nur sterben. Warum nicht? Hä? Ja, muss ich jetzt wahrscheinlich sterben. Ja, tschüss. Warum auch immer? Muss ich mir gleich mal durchlesen. Hä? Aaron ist doch nicht mehr da. Okay, das andere muss irgendwie so eine Fähigkeit haben, dass man nicht flüchten kann. Das ist natürlich jetzt mies, das wusste ich nicht. Das ist natürlich böse. Ja, also war es das auch schon wieder mit dem Trainieren. Das will ich jetzt mal kurz lesen. Wahrscheinlich hat meins nicht diese Fähigkeit. Sunwell. Okay, meins hat irgendwas mit einem Sandstorm. Irgendeine Fähigkeit. Oh. Warte mal, war da ein Pokéball? Da liegt ein Pokéball. Bitte sag mir, dass es ein Trank ist. Nein, was für ein Great Ball, den brauche ich doch eh nicht. Ich muss nochmal aus der Höhle raus. Die Höhle geht noch weiter. Ich muss irgendwie aus der Höhle rauskommen. Ich hoffe, dass ich überlebe. Ich will jetzt hier nicht schon im dritten Part down gehen. Ich habe keinen Trank. Warte mal, wir haben noch Beeren. Wir haben noch Beeren. Obwohl, nee, ich laufe einfach zurück. Ich laufe einfach zurück. Vor allem, weil ich auch Aaron weiter trainieren will. Das ist natürlich jetzt ätzend hier mit den Pokémon, weil hier übelst viele spawnen, heftig. Oh, das ist ärgerlich. Was? Alter, ich bin nicht mal zwei Schritte gelaufen. Jetzt können wir jetzt bei jedem flüchten. Wir müssen nicht gegen jedes kämpfen. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass ich gegen das kämpfen muss jetzt. Ja, ich muss gegen das kämpfen. Das hat irgendwie so eine spezielle Fähigkeit. Warum auch immer. Und es überlebt. Als ob. Manchmal kann diese Fähigkeit eigentlich gar nicht so schlecht sein. Zum Beispiel bei so einem Pokémon, bei Legendären, die herumwandern. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht, falls es das überhaupt in dem Spiel gibt. Dö. So, hier ist der Ausgang. Nice. Okay, haben wir es auch wieder rausgeschafft. An dieser Stelle hier leckt es übelst. Keine Ahnung warum. Immer wenn ich an der Stelle langlaufe, leckt es am heftigsten. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ob da irgendwie zu viele... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube,
Wir erkunden die Höhle dann das nächste Mal weiter. Weil ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß ist. Ah, aber naja. Aber da müssen wir... Ach, ich muss doch hier unten lang, ey. Ich bin so dumm. ja. Ich werde jetzt noch dahin gehen, wo wir eben waren. Aber es ist so heftig, wie viele Pokémon hier kommen. Und dann jetzt habe ich ja Aaron an erster Stelle. Aber eigentlich müssen wir flüchten können. Jo, jetzt können wir flüchten. Okay, das liegt wirklich an der Fähigkeit der Pokémon. Und ich habe natürlich eins gefangen, was nicht diese Fähigkeit hat. Nice, wir sind sogar weggekommen. Boah, ey, es ist echt heftig. Es ist echt heftig. Oh nein. Jetzt muss ich wahrscheinlich gegen das kämpfen. Bitte nicht. Nein, ich kann sogar flüchten, wenn ich Glück habe. Oder ich verrecke halt direkt wieder. Nice. Es ist unglaublich, wie viele Pokémon hier kommen. What the fuck? Ich würde mich verarschen, wenn ich jetzt sterbe, ne? Oh. Ja, fick dich. Ey, komm, ja, dann... Ey, es kotzt mich gerade so heftig an, ne? Ja, dann war es das mit den EP für Aaron. Alles klar. Boah, ey, das ist echt... Die Spawnrate von den Pokémon hier in der Höhle, das ist gerade aber echt ein bisschen behindert. Ganz ehrlich. Das ist gerade echt ein bisschen behindert. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier in der Höhle, wenn es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wo es da jetzt als nächstes hingeht. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, Leute.